Euer Clan, hat er einen Namen? Fürwahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehenden nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben können. Ich freue mich drauf. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Wunderbar. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Ein guter Versuch. Greif dieses von der Kante aus an. Sehr gut. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Perfekt getroffen. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Ja, ganz genau so. Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält er dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Halt, Tom. Schweig. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit seinem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, deinen Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück.
Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Nein, du irrst dich. Das kann nicht stimmen. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Sie kommen nie allein. Ich muss die anderen finden. Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Bis später, Swain. Gut. Ich muss sehen. Irgendwas gefangen? Heute nicht. Es beißt einfach nichts an. Zu viele Schiffe wühlen das Wasser auf. Ich habe nicht die Geduld, um mit der Rute zu angeln. Mit dem Bogen wäre ich sicher besser. Fische mit dem Bogen schießen? Das könnte klappen. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Sie für mich sühnen. Ich habe kein gutes Gefühl. Nur wird... Drei, wir sollten zurück nach Netafall und Bericht erstatten, solange wir können. Wir können Kjötvi von den Langschiffen berichten oder ihn den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson bringen. Was ist besser? Nun gut. Wenn Ljot zurückkommt, wägen wir den nächsten Schritt ab.
Doch ich will hier nicht unnötig verweilen, hörst du? Jammer nicht wie ein Kind. Sie mögen besoffen sein, aber nicht taub. Und Sigurd muss davon erfahren. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kjötvi stärker. Ich spreche als dein König. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. 3 Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Verschwinden wir von hier! Das Segel bleibt noch. Segel! Segel! Krieger! Renngier! Als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich. Rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heut Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar.
Das muss kurz warten. Segelt euch bereit! Segelt! Magitan! Magitan! Die Herren fordern Netherfall für Odin! In die Schlacht, alle! Gründet und Brandschatz! Lasst alle die Kirche täuschen! Schützt euch! Zerstört alle! Lass alle die Kirche wie täuschen! Unseren kalten Stahl spüren! Gleich kommt die Acht! Jetzt ist es aus! Bei den Göttern! Stirb! Fick die feige Ratte mit Pfeilen! Bist du ja. Nun. Eivor! Deine Zeit ist um! Überrasch die Ratte! Was du bist! Eivor! Zerstör diese Wagen! Zeig mir, was vor uns liegt. Greif von den Seiten an! Fette Beute, weg hier! Sie wurde wohl verriegelt.
Grüße, Rabenclan! Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des weisen Königs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für allemal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Ein jeder, der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrikstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet.